und führen das jetzt Zeit und Begeisterung habt, jetzt den Sonntagnachmittag auch noch in Stammer zu investieren. Irgendwer raschelt da noch ganz schlimm. So, jetzt habe ich alle stumm geschaltet. Und ich würde gerne zu Beginn hier kurz hineinschreiben, was unser Fahrplan für heute ist. In den Chat geschrieben, könnt ihr euch vielleicht schnell aufschreiben oder abfotografieren. Also wir machen jetzt eine halbe Stunde Meditation, dann Vortrag und Austausch mit 10 Minuten Pause dazwischen und dann eine stille Meditation, dann ein bisschen individuelle Übungszeit bis 16 Uhr, dann nochmal Vortrag und Austausch und wieder ein bisschen individuelle Praxiszeit und von 17.20 Uhr bis 18 Uhr noch eine Meditation, eine geführte und eine Verabschiedung. Lieber Bhante Passana, ich möchte dich ganz herzlich im Namen der Kieler Gruppe begrüßen. Ja. Und wir freuen uns, dass das noch so geklappt hat auf diese Art und Weise. Und wir sind gespannt, was zum Thema Glück Buddha gesagt hat. Und genau. Schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Gunnar, für die freundliche Begrüßung. Und auch eure Bereitschaft, das virtuell trotzdem irgendwie zu machen. Ist im Prinzip ja wurscht, über welche Kanäle das aufs Trommelfell schlägt, was wir uns da gegenseitig sagen und mitteilen können, solange wir es auch im Herzen aufnehmen können, den Geist wirken lassen können. Meine Kamera geht noch nicht, ich arbeite noch dran. Okay, also wir freuen uns schon, Gunnar, dich dann sehen zu können. Und anfangen tun wir, wie gesagt, mit einer halbstündigen geführten Meditation, wo wir schon ein bisschen ein paar Aspekte von Sukha in unserer Dhamma-Praxis einbauen werden. So möchte ich die erste Meditation Metta beginnen. Uns allen altvertraute, wunderbare Übung. Eine wohlwollende Haltung im Geist bewusst entstehen zu lassen. Dabei bitte an ein Wesen, das euch ganz natürlich liebenswert und sympathisch vorkommt. Versucht dann in eurem Inneren diese
liebevolle Haltung zum Ausdruck zu bringen, sie dadurch noch deutlicher zu machen, die ihr diesem Wesen gegenüber habt. Nimm dich an, will, dass es dir gut geht. Das ist so eine Möglichkeit. Vielleicht fällt euch dabei auf, dass diese Übung umso leichter und deutlicher wird, je deutlicher wir auch das Liebenswerte in diesen Wesen wahrnehmen. Das, was uns anspricht und sympathisch ist. Das, was uns ein schönes Gefühl gibt. Gefühl, das gleichzeitig angenehm und heilsam ist. Nächstes würde ich euch einladen, an ein Wesen zu denken, dem ihr normalerweise neutral gesonnen seid. Nachbar, Nachbarin, entfernte Bekannte oder Verwandte. Die Aufgabe wäre jetzt, den gleichen sympathischen, liebenswerten Charakter auch in diesem Menschen zu erkennen. Gar nicht, weil wir ihn so gut kennen, sondern weil wir das Liebenswürdige verallgemeinern. Menschen könnten wir sagen, ich nehme dich an und will, dass es dir gut geht.
In einem weiteren Schritt können wir dann versuchen, das Lebenswerte in allen Wesen mit uns das Universum teilen, zu sehen, ob sie kennen oder nicht, ob sie nah oder entfernt weilen. Wir können sie alle respektieren als fühlende Wesen, die sich wohl wünschen und Unwohlsein nicht wünschen. Man kann ihnen allen sagen, nehme euch an, will, dass es euch gut geht. Können wir uns so freundlich und liebevoll allen Wesen zuwenden? Können wir eine Stimmung des Glücks erfahren? Erfüllung eines ganz menschlichen Wunsches zu tun hat, Wunsch nach Zuneigung, den wir normalerweise so verzweifelt im Außen zu stillen versuchen, den wir hier mit geschlossenen Augen vom Meditationskissen aus ganz in uns selbst zu einem hoffentlich immer wachsenden Ausmaß erfüllen können.
so gut es uns eben gelingt, alle Wesen annehmen, ihnen Gutes wünschen. Das Glück von Zila, das Glück der Harmlosigkeit eigentlich ganz naheliegend. Vielleicht beachten wir das aber gar nicht oft genug. Wie schön sich das anfühlen kann. Ganz bewusst niemanden, weder den Mitwesen da draußen, noch uns selbst, durch unsere Handlungen in Worten und Taten Schaden zuzufügen. Dass es euch gut geht. Ich möchte euch niemals absichtlich Schaden zufügen.
der Metta-Meditation können wir das Glück des nach innen gerichtet Seins erleben, das Glück der Zuneigung und Harmlosigkeit, Schadensfreiheit. Wir können ein Gefühl dafür bekommen, wie wertvoll es ist, eine heilsame Einstellung wie diese auch zu schützen. Abgelenkt, sie immer wieder auf das Heilsame auszurichten, ohne uns von den Lockangeboten der Sinnenwelt immer wieder zerstreuen zu lassen. Nehmt euch an, will, dass es euch gut geht. Ich möchte euch weder in Worten noch in Taten absichtlich Schaden zufügen. Ich bin bereit, diese heilsame Einstellung gegen die Zerstreutheit der Sinnenwelt zu verteidigen, die mich immer wieder achtsam und geduldig das in den Mittelpunkt stelle, was mir wirklich wichtig ist.